Hey, heute ich werde dir dasselbe Programm zeigen, das hunderte meiner erwachsenen Schüler genießt haben. Und zwar, um ihre ersten Stücke wunderschön spielen zu können. Ich werde dir ganz genau zeigen, was sie geübt haben, welche Übungen, welche Stücke, welche Methode die dabei benutzt haben und auch dir die Noten dafür geben, sodass du auch bald in der Lage sein wirst, ein Stück richtig schön spielen zu können. Übrigens, mein Name ist Anton Morales, ich bin professioneller Geiger. Ich spiele Geige seit über 30 Jahren und habe auch Auftritte vor über 1 Million Menschen gegeben. Und parallel, ich habe hunderte von Erwachsenen geholfen, ihren Traum mit der Geige zu verwirklichen. Also, das Programm, das ich dir heute zeigen werde, ja, das geht halt wirklich für erwachsene Anfänger. Aber das ist, was die meisten meiner Schüler eher nach 2-3 Monaten machen, okay? Kannst du ja auch ein bisschen sehen, ja, genau, das ist ungefähr Woche 11, aber Woche 12. Aber manche Teile sind auch vorher, ja, und das gerne, wenn du, genau, wirklich auf Grün angefangen hast, welche trotzdem ungefähr gehen, ja. Und auch wenn du seit länger Geige spielst, sollte wirklich trotzdem das Richtige für dich sein, ja, um wirklich so die Geige so zu können, dass sie sich schön anhört. Also, erstmal, es gibt ein wichtiges Prinzip, okay? Und das ist etwas, das ich übrigens sehr, sehr viel recherchiert habe, ja, vielleicht weißt du das schon, aber ich habe in den letzten Jahren hunderten von Büchern über das Geigenlernen gelesen. Und zwar, genau, seit 1751, ja, alle Bücher über das Geigenlernen. Und so studiert, ja, was die berühmtesten Geiger gemacht haben, um die Geige so erfolgreich zu lernen, ja. Und dabei, ein der Hauptpunkt, das war, dass ich bemerkt habe, ja, und das ist auch, wie ich selbst die Geige gelernt habe, mit den besten Geigenlehrern, einige der besten. Das war, dass die haben immer ihre Zeit richtig eingeteilt und am meisten zwischen 4 Kategorien, okay? Und das ist erstmal ja das Wichtigste zu verstehen, ja, wenn du denkst über ein Programm, das ist, was wirst du machen, ja, nicht nur genau welche Stück oder welche Übung, aber wie wirst du deine Zeit einteilen, was wäre erstmal dem Überblick ein bisschen, ja. Deswegen als erstes sehen wir einen Überblick, ja, was ein richtiges Programm ist, okay. Und das kannst du eher malen oder ein bisschen größer malen. So, das sollte immer 4 Teile haben, okay. So, und das ändert sich ein bisschen dem Inhalt pro Niveau, aber grundsätzlich, ja, ein Teil, das immer zu 50% Grundübungen. So, in dem Sinne, ja, was ich damit meine, das Grundübungen, um die linke Hand zu meistern, okay? 35%, das sollte entweder eine Tüte, das für später, für dich jetzt bei dem Niveau, das ist einfach leere Seite Übungen, aber das Ziel von diesem Block, ja, das ist, den Boden zu meistern. Genau, was sich ändert im Laufe der Zeit, ja, dass manchmal dem Inhalt selbst, ja, so welche genau Übungen, welche Stücke, aber das Ziel ist immer demselbe, ja, das ist 95% Linken meistern, 95% Bogen meistern, 95% ein Stück meistern, oder wenn du sehr, sehr viel übst, ja, natürlich mehrere, und 95% für die künstlerische Entwicklung, okay, und wirklich, damit du am Ende wie ein Künstler spielst, nicht schon die Technik meistern. Und wie du hier merkst schon, ja, die Hälfte, das ist eigentlich Technik. Und das ist sehr wichtig, ja, und das ist, wo viele da wirklich falsch machen, ja, dass sie denken, dass sie können einfach dadurch Stücke lernen und so weiter, ja. Aber eigentlich, ja, alle meine Recherchen zeigen, dass alle Leute, die sehr, sehr gut Geige spielen, ja, okay, die haben immer die Hälfte der Zeit benutzt, um Technik zu machen, ja. Und das sehe ich auch natürlich mit meinen Schülern, ja, dass die dadurch die Geige wirklich sehr schön lernen, okay. Und das wirklich, ich würde sagen, der einzelne Weg, ja, die Geige so zu lernen, ja, das am Ende, das hört sich wirklich schön, wenn du spielst. Der zweite Punkt, das ist, dass du solltest für jeden diesen Block, ja, immer 15 Minuten investieren, okay? Bedeutet, dass jedes Mal, wo du übst, ja, solltest 15 Minuten lang nur eins von diesem Block machen, okay? So zum Beispiel 15 Minuten nur für die linke Hand oder 15 Minuten für den Bogen, okay, aber immer 15 Minuten. Und dann, ja, du musst immer deine Zeit richtig aufteilen, okay? Leute, du musst nicht dann 60 Minuten jeden Tag üben oder sowas, ja, musst du nicht. Was du machen musst, ist einfach, dass du musst jeden Tag mindestens einen Block machen. Also jeden Tag mindestens 15 Minuten üben und jeden Tag, du machst einen anderen Block in diesem Fall, okay? Und das sollte nicht kürzer sein und am besten auch nicht länger, weil dann man fängt an, uneffektiv zu üben. So, jetzt ich werde dir ganz genau die Einzelheiten von jedem Block, ja, von jedem Teil des Programms zeigen, ja. Natürlich, ja, ich muss trotzdem kurz erwähnen, ja, dass mein Schüler, ja, parallel zu das, natürlich alle 2 Wochen, ich überprüfe selbst deren Spiel, ja, wie die spielen, was sie falsch machen, was sie richtig machen und zeige denen das alles, ja. Dazu einmal im Monat, wir gucken nochmal den Übenplan, passe es an zusammen, okay, für den nächsten Monat, sodass die ganz genau immer wissen, ja, was genau die üben müssen und für wie lang. Und dazu, ja, jede Woche, die müssen eine Lektion von 60 Minuten
über so ein einzelne Block ja sehen, ja, um wirklich zu verstehen, wie man das übt, um es mit mir zu üben und so weiter. Okay? Aber jetzt, ich zeige dir das Programm. Also, als Anfänger, ja, der erste Block, der sollte immer sein, um den Bogen zu meistern, okay? Mit dem Bogen meistern, was ich meine, ja, das einfach, dass du mit dem Bogen erstmal einen schönen Klang produzierst, ja? Dass wenn du spielst, ja, auch nur eine leere Seite, ja, ohne den Linkern, dass er sich schon schön anhört, okay? Würde dir gerne zeigen, aber ich habe gerade meine Seiten geändert und es klingt etwas schief. So. Und dabei, ja, was wichtig ist, das ist natürlich, wie du das schaffst, ja. Und dabei, voici, es gibt ein paar Punkte zu achten, ja, besonders als Anfänger, ja. Ein Teil ist wirklich die Bogenhaltung, die Bogenführung, okay. Am Ende dieses Videos übrigens werde ich dir andere Videos empfehlen, wo ich genau das erkläre, ja. Aber für jetzt, ja, was du machst in diesem Block, das ist, dass du übst auf leere Seiten, das bedeutet nur mit dem Bogen ohne die linke Hand. Dabei, du hattest, dass du die richtige Haltung hast und dass es sich schön anhört, guck mal, das ist. Und natürlich, ja, du machst nicht einfach irgendwas, ja, sondern was ich empfehle, das ist, was du hier siehst, ja. Das ist natürlich die verschiedenen Seiten zu üben und dabei die verschiedenen Grundrhythmen zu üben, ja. Halbe Note, Viertelnote, Achtelnote als Anfänger, das reicht. Und die verschiedenen Bogenteile wie Frosch, Spitze oder ganze Bogen, weiß ich, ja. Wieder kann man auch Dynamik machen, aber noch nicht am Anfang, okay. Und hier siehst du ein Beispiel von Übungen. Warte, ich mache das anders. Genau, dass du spielen kannst. Okay? So, das ist immer so kurze, genau, wie kurze Beispiele, ja? Aber wo man verschiedene Rhythmen kombiniert. Ja, du kannst auch natürlich ein einzelnes wiederholen. Zum Beispiel, ja, das einfach dem E. C3, das bedeutet dritte Teil des Bogens, dritte, vierte Teil des Bogens. Und hier, das ist die G-Seite, ja? Mhm. Und hier, genau, das ist einfach Mischungen. Aber dabei, sehr wichtig, ja, das ist immer genau ein Tempo zu haben, ja, und nicht einfach irgendwas zu machen. So, jetzt zum Block 2. Das Ziel von Block 2, das ist, die linke Hand zu meistern. Was bedeutet, dass du die Töne mit der linken Hand systematisch triffst. So, und das war schon als Anfänger, was du machen musst, das erstmal wirklich Grundübungen machen, die wirklich zu deinem Niveau passen. Und zweitens, ja, die auf die richtige Weise üben. So. Das ist, was ich gebe, genau, ungefähr 8-9 Monate, ja, die Grundübungen. Und, grundsätzlich, ja, so, das ist nur die erste Variation, das. Und was du siehst, das ist, dass jede Variation wird gespielt in halbe Note, vierte Note, achtel Note. Aber ja, die Variation, ja, das ist einfach DE. Okay? Eigentlich, wie man das, warte, ist nicht richtig, wie man das hier sehen kann. Ich kann das ein bisschen größer machen. Okay? Das ist die Variation, DE, in diesem Fall. Und man spielt die auf diese Weise. Was ich, ja, wenn ich runterscrolle, du wirst sehen, das macht man einfach alle Kombinationen, ja. Ifis, Fis G, GA, immer in halbe Viertel Achtel. Und das nur auf die D-Seite. Weil das Ziel dabei, ja, das ist wirklich nur die D-Seite zu mastern und in diesem Fall mit die vier Finger. Deswegen macht man einfach alle Fingerkombinationen, ja. So 0-1, 1-2, 3-3, 3-4, dann 0-2, 1-3, 2-4, 0-3, 1-4. Okay, und dann verschiedene andere Kombinationen, ja, mit mehreren Tönen, ja. Kann ich auch das gerne zeigen. Das ist hier, zum Beispiel, am Ende kommt dann die Tonleiter. Oder später auch, genau, Kombinationen, die ein bisschen schwieriger sind, wie 1-4, 0-4, 2-4. Und später auch sowas wie die geborene Tonleiter. Dabei natürlich ist es wichtig zu achten, ja, dass du die richtige Haltung hast, ja. Okay, mit den Fingern über die Seiten. Ich habe auch noch ein Video darüber. Und am wichtigsten natürlich, das ist, dass du die Töne immer triffst, okay? Und dafür, ich habe verschiedene Methoden. Ich werde auch am Ende dieses Video, dich, genau, andere Videos verlinken, wo ich das ganz genau zeige. Aber, wo es ist, ja, das Ziel ist wirklich, die Töne systematisch richtig zu treffen. Und dafür, du musst Methoden nutzen, ja, um überprüfen zu können, ob die Töne, die du spielst, wirklich stimmen. Und dafür, übrigens, das ist sehr hilfreich, ja, wenn so, ja, das ist, was ich nutze für meine Schüler, ja. So, die können einfach die Aufnahme mit mir spielen. Okay, das ist ein Video, ja, und die ist angebunden mit der interaktiven Software. Und so, die können das mitspielen und wirklich die ganze Zeit hören, ob das stimmt oder nicht und so weiter. Und es gibt viele zusätzliche Funktionen. Okay, und ich empfehle dir auch auf jeden Fall, es ist einfach viel mit Aufnahme zu üben, um dein Gehör zu verbessern, statt etwas wie Stimmgeräte oder ähnliches zu nutzen. So, der dritte Block, das ist ein Stück meistern. Und ja, sehr wichtig, ja, ein häufiger Fehler, die ich bei vielen, ja, das ist, dass die versuchen direkt zu viele Stücke parallel zu lernen. Und deswegen, die machen alles oberflächlich, ja,
Und dann kein Stück am Ende klingt wirklich gut. Oder was sie machen, das ist, dass die versuchen, das Stück zu üben, aber nur was sie machen, ist einfach das Stück zu wiederholen, wiederholen, wiederholen. Oder nur von langsam zu schnell, sowas ähnliches. Aber die haben keine richtige Methode, um es zu lernen. So, ja, was ich dir empfehle, ja, das zeige ich auch in einem anderen Video, weil ich werde dir jetzt einen Überblick zeigen. Das ist eine Methode zu nutzen, ja, wie zum Beispiel meine 7-Schritt-Methode. So, was ist ja meine 7-Schritt-Methode? So, erstmal das immer zu analysieren, überhaupt, ja, dass du weißt, zum Beispiel, welche Tonart du hast, welche Griffart, das Tempo, die Takta, die Schwierigkeiten. Aber dann, ja, das wirklich die Schwierigkeiten teilen und eins nacheinander lernen, statt zu versuchen, alles gleichzeitig zu lernen, okay? Und was ist, ja, die Schritte, die ich mir dann schon mache, dass erstmal die Notenname aussprechen, okay, um erstmal überhaupt zu wissen, was du spielen musst, dann den Rhythmus auszusprechen, damit du weißt, wann du diese Töne spielen musst, okay? Und dann, das ist zusammen, Schritt 3. Also Schritt 4, im Grunde genommen, das ist die linke Hand zu meistern, okay? Da macht man grundsätzlich, man spielt die Töne nacheinander, okay, ohne der ursprüngliche Rhythmus. Habe ich schon über die Grundübungen, die du gesehen hast. Und dann Schritt 5, das ist für den Bogen. Man spielt eher das Stück auf leeren Seite, okay? So, und das geht so weiter. Ich habe andere Videos, wo ich das ganz genau zeige. Aber das ist die Idee hier, ja? Bei dem Block, du willst wirklich dich auf ein Stück fokussieren. Erst Teil für Teil lernen, Schritt für Schritt. Damit du die wirklich meisterst, okay? Weil wenn du das Stück nicht technisch meisterst, es wird sehr schwierig, dann das später wirklich frei und musikalisch zu spielen und es wird auch sowieso nicht schön klingen. Und übrigens, genau, ein gutes Stück, ja, um anzufangen, mit vier Fingern, das ist die Odanil-Keule, okay? Du siehst hier die Noten. Warum? Weil, ganz einfach, ja, das ist nur auf die D-Seite und wie du merkst, ja, das sind genau dieselbe Tonart und dieselbe Griffart, als bei den Grundübungen, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, auf die D-Seite mit zweite und dritte Finger nebeneinander. Okay? Und das sind die Noten. Findest du ein anderes Video bald von mir, ich werde das bald drehen mit das Stück, ja, und die Begleitung. Aber genau, das ist das hier. So, jetzt zum Block 4. Block 4 ist sehr wichtig. Und manche machen das sehr viel und andere machen das gar nicht, okay? Und es geht um die künstlerische Entwicklung. Weil, wenn du das alles gemacht hast, was ich heute gezeigt habe, diese drei erste Blöcke, du wirst wirklich in der Lage sein, dein Stück so zu spielen, dass sie sich wirklich schön anhört. Schon, ja? Die wird wirklich sauber klingen, du wirst die richtige Töne treffen, zum richtigen Zeitpunkt spielen, mit einem schönen Klang, okay? Aber es wird trotzdem nicht klingen, ja, wie bei einem Profi oder wirklich frei, musikalisch, inspirierend, okay? Und dafür ist es sehr wichtig, den Block 4, wie ein Künstler spielen. Ja, es geht wirklich darum, so einfach zu trainieren, ja, frei musikalisch zu spielen. So, die Frage ist, wie machst du das? So, erstmal, was du machen kannst, das ist einfach mit Begleitung zu spielen, okay? Deswegen, das ist ihr auch sehr gut, ja, das ist, was ich mit meinen Menschen mache, ja, das ist, dass ich ein Play-Along zum Beispiel von dem Stücken, ja. Und dann, die spielen das einfach mit mir, okay? Also sie trainieren das mit mir frei zu spielen. Oder nur mit dem Klavier, ja, es gibt verschiedene Versionen. Oder nur mit den Klavierversionen, damit, damit die auch auf deren eigene Weise das spielen können. So, die zweite Weise, ja, das zu entwickeln, das ist wirklich für dich, das immer nimmt sehr leichte Stücke, okay? Die Stücke, die für dich so die leichteste sind. Und dann versuch die wirklich, so zu spielen, ja, dass du dich wirklich nur auf die Musikalität fokussierst, okay? So kurz wirklich ignorieren, wenn der Klang nicht so schön ist oder die Version nicht so genau ist. Und wirklich sich nur darüber zu fokussieren, ja, dass es musikalisch klingt und dabei einfach versuchen, Spaß zu haben. So, und natürlich, ja, es gibt Methoden, um das zu entwickeln, ja. Das ist nicht so, dass man entweder so begabt geboren ist und man kann künstlerisch spielen oder nicht, ja. Es gibt Methoden, ja. So, jetzt, genau, das ist ein kurzes YouTube-Video. Ich versuche, die sehr vielen Dinge in kurzer Zeit zu zeigen, ja. Von meinen Schülern, genau, ich habe viele Lektionen. Ich mache das viel mit denen, dass wir das zusammen entwickeln, ja. Und das Ding schon viel Zeit, ja. Ich kann dir leider nicht so genau zeigen, aber bon, ich sollte dich wirklich darüber fokussieren, erstmal, das zu versuchen, ja, das Stück zu phrasieren. Und ein guter Weg, ein Stück zu phrasieren, ja, was bedeutet, das bedeutet zu versuchen, quasi einen Sinn zu dem Stück zu geben, okay? Dafür, ja, was sehr nützlich, ja, das erstmal zum Beispiel, damit das musikalische und interessanter klingt, das ist, dass wenn die Töne nach oben gehen, dass du fängst an, ein bisschen lauter zu spielen. Und wenn die Töne nach runter gehen, dann fängst du an, ein bisschen leiser zu spielen.
Und so automatisch, dann, dass er die ganze Zeit so klingt, alles gleich. Dann wird sehen, das wird so machen, dein Stück. Und es wird viel interessanter sein zu hören. So, jetzt, ich habe andere Video darüber. Hier, erstmal, du findest ein Video, wo ich dir zeige, wie du dem Bogen wirklich ein Profi hält, ja, um einen schönen Klang zu haben. Und hier, ja, du findest im Gegenteil ein Video, wo ich dir zeige, wie du die Töne an der Geige mit den Linkern wirklich systematisch richtig triffst. Okay? Und ich habe auch noch ein Video über andere Punkte. Auf jeden Fall, ich wünsche dir sehr viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß.